Hi, mein Name ist Jessica. Ich bin 21 Jahre alt. Ich komme nicht aus einer christlichen Familie, beziehungsweise ich bin mit den christlichen Werten aufgewachsen, mit der Bibel, dass Gott existiert, dass Jesus existiert, was gut und schlecht ist, aber mehr war es auch nicht. Also meine Familie ist Weihnachten in die Kirche gegangen und mehr mit dem Glauben hatte ich auch gar nichts zu tun. Und langsam hatte das dann halt angefangen, dass man ins Jugendalter gekommen ist und ja, ungefähr so mit 16 Jahren hat es dann halt angefangen, dass man so auf Dorfpartys war und sich mit Freunden getroffen hat und angefangen hat zu trinken. Das wurde dann halt immer mehr. Und dann so ab 18 hat das mit den Diskotheken angefangen und man ist halt immer weiter reingerutscht. Also Alkohol war ein sehr großer, ja, ein sehr großes Zentrum in meinem Leben. Wir sind gefühlt mit meinen Freunden jedes Wochenende feiern gegangen und immer mehr kamen dann halt auch Drogen hinzu und all diese Sachen. Und zu der gleichen Zeit hatte ich auch starke Depression, Selbstwertgefühl, was nicht vorhanden war, sehr viele Selbstzweifel, Suizidgedanken und ich habe einfach den Sinn im Leben nicht gesehen. Ich wusste halt einfach nicht, okay, warum lebe ich überhaupt? Was ist der Sinn dahinter? Und so hat sich das dann halt die Jahre halt weitergetragen. Und dann war es halt so, dass ich mich halt auf die Suche nach dem Sinn gemacht habe, beziehungsweise ich dann halt angefangen habe zu gucken, okay, es muss irgendwie mehr dahinter sein. Es kann nicht sein, dass das einfach alles Zufall ist. Und bin dann so ein bisschen in die Esoterik-Schiene reingerutscht. Also, was man jetzt auch sieht, dieses New Age-Kram, also sehr viel Yoga, Meditation, Law of Attraction, das dritte Auge öffnen, Horoskope haben mich ganz, ganz viel interessiert, mit Tarotkarten legen und all diesen Kram. Und was dir diese ganzen Dinge eigentlich versprechen, ist, dass du glücklich bist. Ich habe mich aber nicht glücklich gefühlt und deswegen rutscht man halt immer tiefer rein und probiert immer mehr Dinge aus, weil die halt einen erfüllen sollen. Und so war es halt, dass ich mich halt sehr, sehr viel damit beschäftigt habe. Mit der Zeit hat es dann angefangen, dass ich sehr starke Albträume gehabt habe, sehr ekelhafte Träume, Schlafparalysen. Und ich einfach das Gefühl hatte, okay, jede Nacht, als ich schlafen gegangen bin, dass ich eine Präsenz in meinem Zimmer gespürt habe. Oder halt auch körperliche Angriffe bekommen habe. Und das war echt eine ziemlich komische Zeit, wo ich auch nicht genau wusste, wo das herkam. Habe dann versucht, mich ein bisschen zu informieren, woran das liegen könnte oder was auch immer. Und dann war es, dass ich eines Abends bei YouTube war und in der Suchleiste, also rechts neben dem Video, so ein Video zu sehen war, wo ein Mädchen im Prinzip ihr Zeugnis erzählt hat, From New Age to Jesus. Und ich fand das halt in dem ersten Moment total komisch, weil ich nie eine Verbindung zu Gott oder Bibel gesehen hatte. Für mich war halt auch zu diesem Zeitpunkt Gott das Universum. Also ich dachte, okay, es gibt halt eine größere Existenz, die vielleicht irgendwo im All ist. Aber mehr hatte ich damit halt auch einfach nichts zu tun. Genau, sie hatte im Prinzip ihr Zeugnis halt erzählt und es war halt, als sie angefangen hat davon zu erzählen, was sie halt auch alles durchgemacht hat mit Drogen, Alkohol, mit diesem ganzen so Esoterik-Kram, war es halt auch einfach so, dass ich wie in einen Spiegel geguckt habe, weil sie einfach komplett mein Leben erzählt hat, was ich halt einfach durchgemacht habe. Und ich habe mich halt in dem Moment irgendwie verstanden gefühlt und dachte mir so, okay, ich bin halt nicht alleine. Und dann hatte sie halt auch davon angefangen zu erzählen, woher diese ganze Esoterik eigentlich kommt, aus dem Okkultismus. Und da hat es bei mir dann halt auch Klick gemacht, warum ich auf einmal diese ganzen Albträume hatte und Schlafparalysen und sonst irgendwas, weil ich einfach Türen geöffnet habe, wo ich eigentlich gar keine Ahnung hatte. Und die Bibel ist da ja auch ganz klar und sagt, dass Satan als Engel des Lichtes kommt und nicht mit keine Ahnung was, mit irgendwelchen schlimmen Dingen, sondern eigentlich mit den Dingen, die wir haben wollen, mit Reichtum, mit Geld, mit Liebe, Erfüllung und all dem, bis er dann sein wahres Gesicht zeigt. Und das hat er halt auch bei mir gemacht. Und dann hatte sie halt weitererzählt und hat halt im Prinzip erzählt, wie sie zu Jesus gekommen ist, beziehungsweise eher Gott sie gefunden hat. Sie hat das Evangelium erzählt. Und in diesem Moment, ich habe das mein Leben lang schon gehört. Jesus, wer er ist, was er getan hat, er für die Sünden der Menschen gestorben ist und all das. Aber in diesem Moment war es wirklich so, als hätte Gott so einen Schleier von meinen Augen genommen und ich habe es das erste Mal wirklich verstanden. Ich bin ein Sünder und ich habe Jesus an dieses Kreuz gebracht. Ich hatte sehr oft dieses Denken von mir selbst, dass ich kein perfekter Mensch bin, aber ich trotzdem relativ gut bin. Für mich waren Leute, die wirklich was Schlimmes getan haben, die jemanden umgebracht haben, das sind wirklich Sünder. Und ich habe mich da nie dazu gezählt. Aber zu erkennen, so, dass meine Lügen, mein Verhalten gegenüber meinen Eltern, das alles Sünde ist und ich einfach in diesem Moment auch verstanden habe, so,
Hey Jessica, wenn du jetzt sterben würdest, würdest du in die Hölle gehen und du hättest es verdient. Und ich habe auf einmal so eine Last gefühlt, so eine Schwere in mir, dass ich gar nicht wusste, wohin damit, weil ich einfach Gottes Heiligkeit erkannt habe und wie gerecht und heilig er einfach ist und mich im Gegensatz dazu, dass ich wusste, hey, ich könnte nicht vor ihm treten. Und in diesem Moment war es einfach so, dass ich nicht anders konnte, als auf meine Knie zu gehen und Gott all diese Sünden, all die Dinge, die ich getan habe, ihm einfach vorzulegen und ihm um Vergebung zu bitten. Und ich weiß noch, dass ich in meinem Gebet halt gesagt habe, Jesus, ich habe keine Ahnung, ob du existierst, ich möchte daran glauben, bitte zeig dich mir oder zeig mir, dass du wirklich existierst und dass das nicht irgendwas ist, was ich mir hier gerade ausdenke. Und in diesem Moment war es einfach so, als hätte Gott höchstpersönlich seine Hand auf mich gelegt und all diese Ketten, all diese Last, all diese Schwere, die ich über die ganzen Jahre mit mir getragen habe, als hätte er sie einfach runtergezogen. Und ich habe in diesem Moment so eine Leichtigkeit gefühlt, so eine Liebe, so ein Glück, was ich wirklich noch nie auf Erden irgendwo gespürt habe. Und was ich halt so krass fand, war einfach, dass es sich so vertraut angefühlt hat, so als wäre ich einfach nach Hause gekommen. Es war einfach so ein vertrautes Gefühl und ich wusste in diesem Moment, okay, das ist eigentlich das, was ich die ganze Zeit gesucht habe. Ich hatte ständig dieses Loch in mir drin. Ich wollte das die ganze Zeit füllen mit Alkohol, mit Jungs, mit keine Ahnung was für Dinge. Und nichts hat mich wirklich erfüllt. Vielleicht für einen kurzen Augenblick, aber auf längere Zeit hat mich das einfach nur noch unglücklicher gemacht. Und als ich Jesus erkannt habe, habe ich wirklich gemerkt, dass er wirklich das Einzige gewesen ist, wonach ich die ganze Zeit gesucht habe. Dass er diese Erfüllung geschenkt hat und mich einfach komplett ausgefüllt habe. Und das war halt genau Anfang Februar 2019, dass ich halt Jesus mein Leben gegeben habe. Und das ist eine der besten Entscheidungen, die ich je getan habe und die ich nie bereuen würde, weil ich einfach gemerkt habe, hey, Gott existiert, Gott ist persönlich, er liebt dich, er möchte Beziehung mit dir haben. Jesus hat diesen Weg zum Vater einfach bereitet. Er hat Vergebung geschenkt, dass wir einfach die Ewigkeit mit ihm verbringen. Genau, das war's mit meinem Zeugnis. So hat Gott mich gefunden und so habe ich ihn gefunden. Und wenn du das hier vielleicht gerade siehst und dich irgendwie wiederfindest oder ähnliche Sachen durchmachst, möchte ich dich einfach bitten, frag Gott, frag nach Gott, bete einfach zu ihm und frag ihn einfach, ob er sich offenbart. Und er sagt, wenn du mit offenem Herzen nach ihm bittest, dann wird er dir gewisslich eine Antwort schicken. Und Gott existiert. Er liebt dich, er möchte Beziehung mit dir haben und ich wünsche mir wirklich vom Herzen, dass du das einfach selbst erleben kannst und einfach seine Liebe und seine Herrlichkeit und Gnade einfach erleben darfst, persönlich in deinem Leben. Ich wünsche dir einfach Gottes Segen und hoffe, dass du dich auf den Weg machst.